weiß nicht, wie das alles so unschön geworden ist. Ich auch nicht, ich. So. Mach's ja bequem. Achtung! Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Ja, doch. So, Vorhörzimmerschlüssel. Tür mit Schlüssel. Offen. Die großen Prozesse. Okay. So, und jetzt werde ich dir noch einmal quatschen lassen. Und danach hören wir uns das hier mal an. Weil ich das noch nie verstanden habe, weil er immer quatscht. Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Wir haben hier einen Mann, so um die 30 vielleicht. Schlank. Ungewöhnliche Tätowierung auf Gesicht und Brust. Vermutlich abergläubische Ketzerei. Trug bei der Festnahme eine Art industrielle Maske. Wahrscheinlich aus einer der Wahlfabriken gestohlen, wie es aussieht. Du bist einer von Dauds Leuten, oder? Endlich haben wir dich. Achtung! Diese Anlage wird abgeriegelt. Dann leckt mich doch am Arsch! Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle! Wie kommt man auf die Idee, dass einen das nicht nervt? Er ist tot. Das ist es. Eine Nadel wohl in einem seiner Handschuhe versteckt. Subjekt bekam eine Art Gift verabreicht. Mit offenbar tödlichen Auswirkungen. So. Toll. Was dazwischen ist, weg. Achtung! Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. So, mein Freund Campbell, wir machen jetzt was Hübsches mit dir. Schade eigentlich, dass er sofort wieder ohnmächtig wird. Samuel. Achtung! Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Schiffer Samuel da? Ehrlich? Dahin? Ach da, okay. Da rennt ja jetzt doch wieder einer rum. Hier auch. Nö, ist nur noch der eine. Wie komme ich jetzt hier runter? Achtung! Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Ich hab's doch gerade klimpern hören. Was war das da? Ich hab dich gehört. Ist hier noch einer? Aber das ist doch egal. Wachen, zu mir! Wo denn? Oh! Ich bin jetzt nicht wirklich ausgewichen. Scheiße. Achtung! Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Idiot. Was ist der andere? Da rannt doch noch einer rum. Ich will doch einfach nur vom Dach runter. Böses gemacht, Mann. Also jetzt so fast nichts. Was ist eine andere Tür? Achtung! Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Bin ich froh, wenn das Gequatsche aufhört. Ich bin einfach quer über den Platz gerannt. Einmal irgendwo runterspringen und mich jetzt schon nicht umbringen. So, Freund, branntest du jetzt hier rum? War doch noch einer. Diese Anlage wird abgeriegelt. Das war jetzt auch noch ein Schuss ins Knie. Nein! Verdammt! Ich finde dich schon noch. Ah, fuck! Ich hab den Boden verpasst! Scheiße! Wo muss ich jetzt nochmal anfangen? Wo muss ich jetzt nochmal anfangen?
Achtung, Gott sei diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Ich weiß nicht, ich kann nicht. So, wo ging's jetzt hier runter? Da und hier lang. Halt, lag da vielleicht auch nochmal irgendwo was, was man sammeln kann? Nee. Nein, nicht! Das tut doch wieder weh! Mann! Achtung! Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle! Was sagst du? So, wo rennen jetzt hier noch Leute rum? Hier ist doch gar keiner mehr. Hier ist doch gar keiner mehr. Wo kam der vorhin hin? Vorhin her. Nein. Was soll's? Achtung! Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Würden Sie die Anlage dann vielleicht auch bitte einfach abregeln? Und nicht eine halbe Stunde lang erzählen, dass sie's tun? Sieht das eigentlich wirklich so aus, wenn man hier mit dem Kopf abschneidet? Irgendwie so verbrannt aus. Nicht so sonderlich gesund. Wobei, in so einer Zeit. Ich habe jetzt relativ wenig Munition übrig behalten für das, was folgt. Das ist ein bisschen doof. In den Hinterhof. Hopp. Auf zur letzten Runde. Bitte, sie ist meine Schwester. Sie ist keine Hexe. Ich kenne sie. Aus dem Weg. Du willst bevorzugt werden, nur weil du ihr Bruder bist? Sie wird brennen. Alle Hexen müssen brennen. Verdammt! Sie kamen wie aus dem Nichts. Ohne sie wären wir beide tot. Wir stehen für immer in ihrer Schuld. Ich kann ihnen nicht genug danken. Ich muss meine Schwester in Sicherheit bringen. Doch vorher möchte ich ihnen noch danken. Es gibt einen Tresor in der Schlafbaracke. Mit der Kombination 2, 0, 3. Nehmen Sie, was Sie wollen. Und viel Glück. Fuck! Aber mir ist gerade was eingefallen, was ich noch machen wollte. Und deswegen muss ich... Oh, scheiße. Deswegen muss ich nochmal zurück. Ich mach das noch schnell. Ich muss noch mal weit zurück. Aber das Doofe ist, Samuel ist woanders hingefahren. Sonst hätte ich das auf dem Rückweg machen können. Jetzt schleiche ich gerade noch mal. Jan kann sowas eigentlich dauernd. Der rennt. Das ist. Also, ich bin fett und ich renn schneller. Komme ich hier überhaupt wieder raus? Offenbar, ja. Das war gut, das ging schnell. Mann, lauf doch! Lauf! Lauf! Ich speichere vorsichtshalber aber nochmal ab. Oh, Mann! Als er mir gerade die Kombination für den Tresor gesagt hat, die ich vergessen habe, scheiße. Der Kombination gesagt hat, habe ich nur daran gedacht, dass ich hier noch an den Tresor muss. Jetzt habe ich vergessen, was der mir für eine Kombination gesagt hat. Okay, egal. Scheiße. Irgendwas mit einer 8? Zu den Wachen! Umzingelt ihn!
Sonst keiner mehr, ne? Okay. Gut, wenigstens das ging schnell. Denn ich weiß was. Und zwar weiß ich noch das hier. 287. War das die? Das kam mir gerade so bekannt vor. Wo war jetzt der Tresor dazu? Tresor! Los, geh mal auf. Wo war der Tresor? Scheiße. Tresor, 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 Tresor. Bei sowas. Tresor. Ach, da! Da steht der Tresor. Gut. Im gleichen Stockwerk. Wer hätte das gedacht? Achso. 2 8 7 Oh! Was? 100 Münzen sind die Scheißdinger wert? Also da finde ich hier aber Kräuter, für die ich mehr kriege. Gut, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das die Kombination war, die mir der Typ auch gesagt hat. Und dann geht's schnell wieder zurück. Ey, für beschissene 100 Münzen! Das kann man ja rausschneiden. 40 Minuten geht das schon wieder. Das dauert doch alles viel zu lang. Wenn er wenigstens rennen würde. Also so richtig rennen. Nicht so tun, als ob. Das, so wie der rennt, das habe ich als Kind gemacht, wenn ich nur die Wohnstube hatte und wollte aber so tun, als würde ich durch den Park rennen. Dann bin ich so gelaufen. Ein Freund von mir regt sich übrigens immer so ein bisschen auf, wenn ich Wohnstube sage, weil das heißt für ihn Wohnzimmer. Ich weiß zwar nicht mehr, was gegen den Begriff Wohnstube haben kann, aber warum war es das nicht so ganz alltäglich? Ich finde, Wohnstube klingt viel... Was sind das noch für ein Bunker? Nichts weiter. Ich finde, Wohnstube klingt viel gemütlicher. So geht es auch gleich viel schneller. In den Hinterhof. Der letzte Mapwechsel. Versprochen. Scheiße. Okay, hier waren wir schon. Was liegt da am Beutel? Jetzt spielen wir wieder ein bisschen. Und tun so, als würden wir nicht sowieso jeden umbringen. Sehe durch, nee, jetzt nicht, da fällt er nur wieder da unten durch und macht Alarm. Och nee!
Auch ernsthaft. Ich hab nur begrenzt Pfeile. Und jetzt sehen die mich auch noch. Naja, so geht das. Und für den Hund gleich nochmal dasselbe. Tantenvieh. Mann! Mann! Führe nicht noch irgendwo. Ich habe doch gerade gehört, wie sich jemand geräuspert hat. Aber das war wohl er. Mann, sag mal! Treffe ich ihn gar nicht mehr heute! Ist ja ekelhaft. Die Klappe. Ich fange schon wieder an, ständig halt die Klappe zu sagen. Das hatte ich schon mal irgendwann. Aber... mehrfach. Richtig schön mehrfach. Ein Pfeil noch. Ein beschissener Pfeil. Ob ich ihn da hinten damit treffe? Scheiße! Jetzt habe ich nur noch die. Und Brandpfeil. Die habe ich auch. Aber ich höre hier in der Nähe jemanden husten. Irgendwo ist ja noch wer. Schmutziges Fellknäuel. Fellknäuel redet er mit seinem Hund? Fellknäuel. Weil Corvo ein bisschen längere Haare hat, oder was? Na gut. Was soll's. Wir schleichen erstmal woanders lang, weil ich noch was... Oh, scheiße. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht irgendwo ein Artefakt oder sowas vergessen habe. Ich habe eigentlich versucht, an alles zu denken. Das war etwas knapp. Wo summst du? Da unten, da ist der Idiot. Die Granate ist nicht hochgegangen. Irgendwie zum Aufmachen. Da klappert er. Schade, dass Ratten keine Ratten bekämpfen. Also sich so untereinander. Ob ich da mit einer Granate irgendwie beihelfen kann? Ich weiß, dass ich reinschießen kann, aber das bringt nicht so viel, wie ich möchte. Bei dem muss ich... Achso, das ist ein bisschen festmachen. Hier. Granate. Oh, gut. Das hat funktioniert. So, und jetzt schnell wieder irgendwas anderes machen. Oh, wow, das sind aber immer noch mehr als genug. Mann, mach dich ab! Haut ab, Mann! Wie viele sind denn das? Alter, Finne! Mehr Werkzeug? Wir werden noch eine weitere Ladung Werkzeuge brauchen, um die Knochen zu zerstören. Obwohl wir im letzten Monat über ein Dutzend zerstört haben, kommen aus ganz Crystal immer mehr nach. Und diese Dinger sind erstaunlich widerstandsfähig. Gott sei Dank! Du Ringviecher. Oh, das Ding ist mir ja mal in die Asche gefallen. Und ich hab's nicht rausgekriegt. Ich hab's einfach nicht rausgekriegt. Kette greifen. Und strack. Ich glaube, ich werde die Folge nochmal in der Mitte splitten. Wenn ich daran denke, dass jetzt auch schon wieder 46 Minuten rum sind. Noch eins? Ach so. Ich weiß wo. Dass jetzt auch schon wieder 46 Minuten rum sind.
Und ich noch nicht am Ende dieses Prozederes bin. Dann ist es wohl besser, wenn ich das nochmal splitter. Spalter. Also eigentlich müsste der jetzt ganz schön runtersingeln. Bleib da mal stehen. Scheiße. Es tut mir so leid, Hundchen. Ich weiß, du kannst nichts dafür. Bei Tieren tut's mir immer leid, bei Menschen keine Chance. Scheiße! Wie sie noch um sich schlagen. Ob Menschen das wirklich machen? Um sich schlagen, wenn sie verbrennen, in der Hoffnung, dass... Oh, habe ich jetzt tatsächlich einen Kampf ausgelöst oder was? Das wird etwas knapp. Na scheiße, hier unten stehen ja auch noch drei. Nein, ist nur ein kleiner Husten. Mir geht es gut. Mir geht es wirklich prima. Prima? Sieh dich an. Du hast die Seuche. Und du wolltest sie vor uns verbergen. Deinen Ordensbrüdern. War das dein Plan? Die Krankheit unter uns zu verbreiten? Nein, mein Freund. Ich sage doch, mir geht es gut. So gut wie nie. Legt eure Waffen nieder. Denkt doch mal nach, bevor ihr... Ah! Schluss mit dem Verstecken. Nö, ehrlich? Jetzt habe ich ja gar keine... Doch, die Granaten habe ich immer noch. Komm raus, schmutzig. Oh, ach so, und die Pistole. Ich versuche das mal mit den Granaten. Scheint alles in Ordnung zu sein. Oh Gott, da drüben liegt ja einer. Was ist das? Achso. Ich dachte kurz, es sei ein Betäubungspfeil. Wir laufen aber auch ganz schön viele von den Idioten hin. Cool. Die habe ich bisher noch nie so ganz eingesetzt, aber die sind cool. Wer bleibt jetzt noch übrig? Nur die beiden da. Sind die noch hier? Wo rennen die denn nur mal alle rum? Das könnte alles so schnell gehen, Mann. Leid, Hundchen. Geht's hier rein? Ich will aber eigentlich echt nicht, dass die Waffen mich anknabbern. Geh weg! Betäubungsfeile! Alles, was ich finde, muss ich nicht bezahlen. Normale Bolzen. Heißt nicht Betäubungspfeile oder Betäubungsbolzen? Armbrust. Ach nee, Betäubungsbolzen. Okay. Scheiße, ich habe mir
die Kombination nicht gemerkt. Verdammt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Oh. Ist da nicht irgendwo ein Zettel, wo das vielleicht noch steht? Nur so für einen Fall? Hier lag doch irgendwo einer. Hab's da leuchten sehen. Da! Ein Buch. Der junge Prinz von der Zahlensicher, glaube ich, keiner, ne. Hier lag doch aber auch irgendwo ein Brief. Ich habe ihn doch leuchten sehen. Von da oben habe ich ihn irgendwo leuchten sehen. Da. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie darüber nachdenken würden, mich formell zu Ihrem Lehrling zu erklären, damit ich die ganze Zeit mit Ihnen arbeiten kann. Heiß. Das leere Entwurf 1, was ist das? Ich möchte nicht länger ihre Böden putzen und Regale abstauben und alles nur dafür, um einige Wissensbrocken von ihnen zu erhalten. Wenn sie denken, dass ich ewig warten werde. Bezüglich meiner Wahl für den Posten ihres Lehrlings. Ich würde mich sehr freuen, wenn sie sich meine Dienstakte der letzten Monate ansehen würden. Sie werden sehen, dass ich nicht in der Lage bin, alles auf einen Zettel zu schreiben. Holger hat mir die letzte Nacht persönlich einen Besuch abgestattet. Er hat mir gesagt, dass ich großartige Taten für den Orden vollbringen werde, dass ich die Dunkelheit dort, wo ich sie sehe, vertreiben werde, dass ich meine Brüder mit Waffen ausrüste, die über das physische hinaus in das Herz des Outsiders treffen werden. Ich denke, ich bin bereit für diese Aufgabe. Kommt hier noch irgendwas? Das war alles so zusammenhanglos. Bringt mich irgendwie nicht wirklich weiter. Ich will den Code! Obwohl, am Ende liegt da irgendwie ein Deckel drin oder sowas. Die packen ja allen möglichen Scheiß in ihre Tresore. Geh auf! Scheißding! Mann. Oh, hier den Zettel. Letzte Warnung. Ich habe erfahren, dass Sie wissen, wo sich mein Allerheiligstes befindet. Wenn ich würde, keine Zahlen. Ich gucke einfach mal nur nach Zahlen. Letzte Nacht. Letzte Nacht war wunderbar. Ja, super schön. Du fehlst uns. Auch keine liebe Mama und Papa. Ist das niedlich. Hier sind auch keine Zahlen. Scheiße. Ich muss den Leuten zuhören. Kacke. Na gut, was soll's. Huch! Oh, Zweige! Wow! Fuck! Was war denn das? Aua! Aua, aua, aua! Was zur Hölle sind das denn für Kampfviecher? Geh weg! Hau ab! Boah! Ist das ekelhaft! Du kommst ja gar nicht zum Zuschlagen! Ich hab so kein Mitleid mehr mit euch. Das ist ja ekelhaft. Krass! Werkstattschlüssel. Achso, ich kam ja irgendwo über Dächer rein. Und zwar hier, genau. Und zwar so. Ich habe die Harnische gesehen, die sie in ihrer Werkstatt hergestellt haben. Falls sie planen, meine kostbaren Hunde mit Sprengsätzen zu versehen. Kostbare Hunde! Kostbar! Und die sind ekelhaft! Ja, da kümmern wir uns gleich drum. Geht das auf? Das geht auf! Wir gehen jetzt rein. Das nehme ich an mich. Spieluhr. Ach ja, oh, das ist dieses Scheißding. Ich habe Ihnen eine Ausgabe von Die alte Musik dagelassen, damit Sie sich mit den Prinzipien vertraut machen können, die ich in dieser neuesten Variante von Holgers Gerät oder der Spieluhr, wie sie von den Leuten genannt wird, einsetze.
Wie Sie sicherlich wissen, lässt sie Harmonien erklingen, die ketzerische Energien oder Magie durch das Ausbalancieren mathematischer Prinzipien neutralisiert. Ich wusste immer, dass Mathe scheiße ist. Lesen Sie das Buch und machen Sie sich nützlich, indem Sie einige Versuchspersonen auftreiben. Diese Stadt ist voller Korruption und Aberglaube. Sie werden bestimmt nicht lange suchen müssen. Scheißspiel. Ich möchte kurz den Effekt präsentieren. Audiograf-Spieler sparen wir uns. Das und ein Buch. Und dieses Erz, warum auch immer überall Steine rumliegen. Nein! Das kann ich nicht mitnehmen. Das ist gut. Hier nehmen wir uns mal den Schlüssel. Die nehmen wir uns bezüglich der Armbrüste. Wir hielten den Fund einiger Armbrüste, mit denen die Attentäter unsere Patrouillen angegriffen haben, für eine großartige Sache. Die gefundenen Modelle aber haben sich inzwischen als mangelhaft herausgestellt. Darts Männer verfügen über größere Genauigkeit und Reichweite und ich könnte schwören, dass sie schneller nachladen können. Ich empfehle daher, dass wir uns an Pistolen und Säbel halten und uns daran erinnern, dass darin unsere Stärke liegt. Okay. Macht, was er will. Hier gibt es nichts zum Einsammeln. Bolzen! Hiermit kriege ich jetzt diese Tür auf. Und jetzt holen wir uns das Rädchen. Und schließen. Da. Mit. Steht da noch einer? Nee. Gehst du runter! Habe ich das jetzt fallen lassen? Oh. Hier muss noch irgendwo ein Tor aufgehen. Genau hier. Zack. Oh, ist das schwer für dich. Ach ja. Ah! Fuck. Was liegt hier noch? Knochenartefakt. Was haben wir denn jetzt noch? Geistvoll. Tränke geben dir etwas mehr Mana zurück. Brauchen wir gar nicht unbedingt. Du regenerierst etwas schneller Mana. Na gut, dann nehmen wir Adrenalin raus und das nehmen dafür die beiden rein. Okay. 5 von 5 Knochenartefakten. Beim Dings habe ich jetzt nicht zugehört. Oder aufgepasst. Habe ich nicht aufgepasst, ob. Scheiße, geht's hier lang? Ob ich jetzt alle Runen habe. Das werden wir gleich rausfinden. Weil ich denke, dass ich jetzt so langsam alles Relevante gemacht habe. Ich könnte noch mal das Herz rausholen. Hier ist nichts. Ansonsten müsste ich alles haben. Die Kombination für den Tresor bekomme ich dann wohl eher nicht mehr. Und habe auch keine Lust mehr damit zu suchen oder danach zu suchen. Sind Sie es? Ja, ich bin's. Ich würde zu gerne runterspringen. Es gibt ja diverse Spiele, in denen man keinen Fallschaden hat. Was ich persönlich zwar unrealistisch finde, aber. Hey Corvo! Bitte. Ich bin Samuel. Ich weiß. Soweit ich weiß, hat Campbell nichts ausgelassen. Vielleicht sollte ich nicht urteilen. Aber Männer des Glaubens sollten sich zügeln. Sind Sie bereit? Bereit. Okay, los geht's. So, hier haben wir nun unsere. Oh yeah, ich sehe gerade 5 von 5 und 7 von 7. Geil. Und gar nicht mal so wenig Münzen im Verhältnis liegen lassen. Nur so fast die Hälfte. Wir haben die Gemälde von Sokolov und alle Outsider-Schreine gefunden. Wir haben unheimlich viele Gegner eliminiert und 7 Zivilisten. 2 Alarme ausgelöst. 36
Leichen oder bewusstlose Personen entdeckt. Wie wird das eigentlich gemessen? Da kommt ja nicht, erscheint ja keine Meldung, Leiche entdeckt, vermisste Person entdeckt. Man läuft ja einfach nur dran vorbei irgendwie. Na gut. Sonderaktionen. Der Lumpengriff hat dabei geholfen, die Bottle Street Gang zu infizieren. Griff den Lumpensammler. Ach, da fehlt ein Komma. Griff den Lumpensammler gerettet. Campbell als Ketzer gebrandmarkt. Hauptmann Kernoff gerettet. Wir sind gute Leute. Wobei ich den Kernoff eigentlich umbringen wollte, weil keine guten Leute sein wollten. Egal. Wir sind endlich durch mit der Mission. Ich habe mich höchstwahrscheinlich dazu entschlossen, 2 Folgen draus zu machen, weil ich auf meine Uhr sehe und es sind einfach 2 Minuten 2. Eine Stunde 2. Okay, damit bedanke ich mich ein weiteres Mal für die Aufmerksamkeit in dieser Folge, die trotz all der Kämpfe irgendwie immer erschreckend ruhig ist. Ich mag das nicht. Ich wäre gern lauter, aber ich krieg's nicht hin. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oder warte, eine Sache mache ich, glaube ich, noch fortsetzen, weil sonst muss ich wieder den Spielstand nachstellen. Ich kann an dieser Stelle nicht abspeichern, an dieser Dingsstelle, und muss mich jetzt erstmal wieder von Samuel zurückschippern lassen, damit ich da weitermachen kann, wo ich aufgehört habe. Admiral Havelock und Lord Pendleton sind im Hof. Sie wollen Ihnen vermutlich gratulieren. Jetzt erstmal sachte. So. F5. Wir haben abgespeichert. Und nun verabschiede ich mich endgültig, bedanke mich nochmal für die Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you.